erstmal vielen Dank, dass ihr habt alle gekommen. Und ich finde, dass es trotz dieser alle komischen Zeiten, welche wir leben, ist ganz wichtig, zusammen zu sein, ist ganz wichtig, auch verschiedene kulturelle Veranstaltungen zu besichtigen, weil das ist menschlich, das bringt uns näher zusammen. Und ich habe meinen Vater auch kennengelernt vor 12 Jahren. Das freut mich, weil das ist better late than never, man sagt in Englisch. Und heute habe ich bei dieser Phantom, die Galerie heißt Phantom, die Ausstellung heißt Metamorphosen, ist alles so Namen von Veränderung, von irgendwas Parallelen, von irgendwelchen mystischen Sachen. Und da, ja, das ist wie im Märchen, passiert manchmal mystische Sachen und ich hoffe, dass es gibt es auch Corona-Wodka als Desinfektionsmittel. Sozusagen, dass es alle bleiben gesund und glücklich. Und ich freue mich, hier erstmal, mein Vater hat absolviert die berühmte Akademie der Künste in St. Petersburg und er ist verdienter Künstler Russland, also auch einer Titel, sehr anerkannt in Russland. Er hat auch parallel zur klassischen Ausbildung in der Akademie der Künste auch bei einem Schüler von Malevich Unterricht genommen und auch nicht nur genommen, er war schon die Freund von diesem Lehrer. Und das so ein bisschen diese Erinnerung an Malevich vielleicht, Gedanken über Blau Quadrat. Und durch meinen Vater habe ich auch nette Leute auch kennengelernt und durch diese verschiedenen Kunstarten, so heute zum Beispiel, hier ist, wir sehen Bilder der Kunst, wir sehen Arfa, das gibt es Musik, das gibt es Klavier. Und im Nebenraum habe ich meine eigene kleine Ausstellung zusammen mit Sergei gemacht, weil Sergei hat eine Serie von Ballettmädels, Ballerinen und ich habe gedacht, das passt, weil viele Leute kennen mich nicht so gut. Und dann habe ich gedacht, okay, ich bin hier seit 94 in Deutschland, ich habe hier auch überlegt, weil ich Solistin gewesen in verschiedenen Theatern. Danach habe ich Choreografie studiert und durch mein Studium habe ich auch in viele Stücke in Schweiz choreografiert. Und manchmal man trifft sich bei Vernissage und fragt, bist du Künstlerin? Ich sage ja. Und in welche Richtung malst du? Ich sage, ich male mit Körper auf die Bühne. Ja, weil das ist Choreografie, du musst die Körper stellen und sagen, was Körper machen sollen. Und interessanterweise, die am Schluss Metamorphosenveränderung und mein Vater hat Bilder, welche Metamorphosen heißen und Thema. Und zufälligerweise parallel, ohne meinen Vater zu kennenzulernen, ich habe meine eigenen Metamorphosen gemacht, ein Stück, welche in Zürich Premiere gehabt, 45 Minuten lang. Und so parallel solche mystischen Phantomen kommen, also irgendwie, das ist interessant, wie man die Wege in Berlin sich kreuzen und ich hoffe, wir sehen uns hier oft bei einer oder die andere kulturelle Veranstaltung. Und jetzt sind wir.